Ha, und das nächste. Und ich sage euch verdammt nochmal, das Schlimmste. Hat mich so dumm angekotzt. Das sind immer das sind nicht nur die schlimmsten Teile, das sind auch die schlimmsten Rätsel. Ich sag's euch. Ja. Eine Lichtquelle. Energiequelle. Alles wunderbar. Kann ich rein, kann das Tor öffnen zum M-Siegel. Was ist hier drin? Na, wenigstens zwei Kisten, die wir verwenden können. So, und ja, wie geht's weiter? Was zu, also nehmen wir mal die Kiste, stellen die dann auf und gucken, was da hinten ist. Ventilator. Und ein Empfänger, nenn ich's mal. Also, was müssen wir hier tun? Vermutlich mit dem Ventilator irgendwas darüber wehen. Sich selbst funktioniert nicht. Hier sind überall diese komischen Lichtbarrieren. Hier oben. Ja. Tja, was kann man tun? Ja. Das Ding hier ist nur an, wenn da Ventilator an ist. Gut zu wissen. Dann kann ich da mal eine Kiste draufstellen. Und einschalten. Da kann ich den Ventilator da hinten ankriegen, aber... Der ist schlecht zu erreichen, da hinten. Da haben die Mauer echt gut hingestellt. Irgendwie... Ich muss auch sagen, für dieses Rätsel habe ich am längsten gebraucht, überhaupt. Von allen Rätseln, glaube ich. Weil es einfach so Kackmist war. Ja, jetzt haben wir hier Kisten oben. Jetzt komme ich da nicht mehr nach hinten. Und der Ventilator hinten ist auch nicht mehr an. Oh, das ist so bescheuert. Ich treffe das Ding da hinten einfach nicht. Da ist es zwar, aber ich krieg keine Connection. Krieg ich auch keine hin irgendwie. Ja, so nervig das Ding. So nervig. Ich kann auch nicht über die Barriere springen. Naja. War so schlimm sogar, dass ich dann aufgegeben habe und erstmal die anderen Rätsel gemacht habe. Wobei ich noch ein paar Minuten weiter probiert habe. Aber das erspare ich euch lieber.
Hier komme ich aus dem Rätsel raus. I keep trying to imagine that all of this is designed for some purpose. Not just the challenges, but Elohim, the terminals, the glitches and all. The puzzle isn't before our eyes, it's behind them. Also ich komme dann später nochmal in dieses andere Rätsel rein, wo ich es dann auch irgendwann hinkrieg. Machen wir erstmal Time Flies. Time Crawls hatten wir ja schon. Oh, war da rechts. Ja. The sigil eludes you, simply continue success and failure are irrelevant. I solved it, I thought it was impossible and went away and other sudden solution just came to my mind, just thinking about it without knowing it. Ich habe, glaube ich, Hilfe der Wörter vergessen. Aber so, nee, so war es auch nicht mit der Lösung von dem anderen Rätsel. So, hier ist ein Fan. Fans sind immer gut. Man kann nie genug Fans haben. Ja, hier ist ein Ventilator. Ob ich den mit dem da verbinden kann, ist fraglich. Bleibe ich hier mal eine Weile drauf stehen. Nicht dumm Kopf, ich hätte auch einfach den Würfel da draufstellen können. Dann hätte ich mich nicht selbst bei aufnehmen müssen. Das ist eigentlich noch schlimmer, was ich hier gemacht habe. Ich habe mich dabei aufgenommen, wie ich da reinlaufe. Ich habe diese Gegend hier abgesucht und da ist tatsächlich ein Connector. Ich habe das da mitgenommen. Das war noch viel dümmer, warum ich nicht einfach... Ich bin so ein Hohlbrot in der Situation gewesen. Statt einfach die andere Kiste da drauf zu legen, ja. Also egal. Auch so klappt es, ja. Ob man es glaubt oder nicht, so klappt es auch. Das ist 10.000 Mal umständlicher. Jetzt ist mir auch aufgefallen, dass das geht. Ja, jetzt haben wir hier alles. Was kann man damit also alles tun? Jo, der Ventilator geht an. Tja. Jetzt muss man wieder rückwärts denken. Mit seiner scheiß Zeitmaschine, die man da hat. Mehr oder weniger Zeitmaschine. Wie ich das Rätselchen denn lösen könnte. Allzu schwer ist es letztendlich nicht. Da muss man auch erstmal drauf kommen. Mal hier rüber gucken. Jetzt probiere ich hier gerade den Connector direkt mit dem anderen, mit dem Zieltor zu verbinden. Nur wie schaffe ich das? Weil ich komme ja nicht durch die Tür dadurch. Wenn ich das Ding hier hinlege, dann muss ich den Connector zwischen abstellen, was die Konnektion, die Verbindung wieder löst. Was auch nicht so gut ist. Jetzt lege ich da die Kiste einfach mal eine Weile hin. Um genug Zeit zu verschaffen. Leg dann die Kiste wieder da drauf. Um diese Verbindung dann nach da hinten herzustellen. Kann ich wieder zurücklaufen und dann da drauf stellen. Ah, die Verbindung muss auch sein. Sonst wird das nichts. So, jetzt haben wir alle drei Verbindungen. Brauche ich nur irgendwie noch extra Saft.
Das ist auch nicht mehr das schlimmste aller Probleme. Denn wenn ich mich aufnehme, nehme ich ja nur eine Kopie davon weg und nicht das echte. Schwupp. Wunderbar. Wenn dann das Ding oben ist, sollte es ausreichen, damit es Strom bekommt. Ich habe einen fatalen Fehler gemacht. Ich blockiere mir selbst den Energiestrahl, dass es erst gar nicht hoch genug fliegen kann. Ah. Also nochmal in einem besseren Winkel. Da ist es mir erst aufgefallen, was tatsächlich passiert ist. Vorher habe ich es gar nicht geblickt, was da los war. Also nochmal aufnehmen und einen besseren Winkel suchen. Zwar so, aber jetzt ist die Wand im Weg. Hier ist auch wieder eng, also gehen wir mal ganz außen rum. So sollte es funktionieren. Draufstellen. Wunderbar. Wenn es jetzt funktioniert hat, dann habe ich Glück gehabt. Plopp. Falsch. Da hinten muss es hin. Jawohl. Jetzt noch schnell auf das Ding draufsteigen und ab geht's. Wom. Funktioniert's? Es hat alles funktioniert. Ich meine nur, dass ich nirgendwo was getroffen habe. Brauche ich noch etwas Zeit, um da durchs Tor zu kommen? Viel muss es ja nicht sein, ich muss einfach nur durchlaufen können. Ein bisschen Zeit sägen und ab geht's. Das war ein ganz angenehmes Rätsel. Konnte man gut lösen. Oh, quite good. It seems the others have a way to forget their previous selves, but I cannot. My version may change, but I remember everything. I am fortunate. They cannot see that their efforts are futile. Und, mir gedacht, ich spaziere mal ein bisschen auf dem Weg entlang. Und, tada. Ich habe sogar einen random Stern gefunden. Unglaublich. Wunderbar. Wunderbar.